Die Österreichische Computergesellschaft ist die größte IKT-Plattform in Österreich und über ihre Grenzen hinaus. Und mit den OCG-Impulsen versuchen wir national, speziell auch in den Bundesländern, verschiedene Zielgruppen zusammenzubringen und sich über aktuelle IKT-Themen auszutauschen. Als Österreichische Computergesellschaft wollen wir österreichweit vor allem zu unseren Testzentren einmal gehen. Wir haben über 300 Testcenter und für die machen wir dann einfach lokal Events. Das ist jetzt wie hier jetzt in Klagenfurt, machen wir da auch einen in Graz, Linz, Innsbruck und auch in Wien dann. Und da laden wir einfach Sprecher ein zu verschiedenen aktuellen Themen, wie jetzt zum Beispiel Erwachsenenbildung, Anrechenbarkeit oder Cloud Computing, ein aktuelles Thema. Es freut mich sehr, heute hier bei der OCG über das technische Thema Cloud Computing sprechen zu dürfen, weil ich denke, dass ein Verein, der auf die Vermittlung und Förderung von IT-Kompetenz spezialisiert ist, der perfekte Rahmen dafür ist. Das breit gefächerte Publikum zeigt auch, dass der Bedarf besteht, über solche Themen zu sprechen. Mein Vortrag auf der OCG Impulse über Vergleichbarkeit und Anrechenbarkeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung beschäftigte sich mit verschiedenen Initiativen, wie dieses Ziel im internationalen Kontext umgesetzt wurde. Im Bereich IT besonders viele Lernergebnisse oder Lernleistungen nonformal und informell erworben wurden und es da besonders wichtig ist, wie diese Lernergebnisse zuerst sichtbar gemacht werden, wie sie anerkannt werden und eventuell zertifiziert werden können. Ich bin hier für die Österreichische Computergesellschaft und wir haben eine Testsoftware entwickelt, die heißt Sophia Business. Die Sophia Business dient eben dazu, Computeranwenderkenntnisse objektiv zu ermitteln. Mit dieser Software geht es in erster Linie um Unternehmen. Diesen dient sozusagen die Software eben dann, um Bewerber zu testen bzw. auch den Schulungsbedarf im Unternehmen festzustellen. Unser Produkt, das Emo2Type, ist eben sozusagen ein maßgeschneidertes Produkt, mit dem man insbesondere als Institutskunde und also Bildungsinstitutionen, die ECDL anbieten, die aber auch in diesem Rahmen auch Typing-Zertifikat anbieten, bieten wir eben mit diesem Produkt den Vorteil, dass man innerhalb kürzester Zeit das Zehn-Fingersystem erlernen kann und dann in weiterer Folge auf Zertifikatsniveau gelangen kann. Teilnehmer findet die gleiche Situation im Trainingsvorgang vor, ja, wie es dann auch tatsächlich bei der OCG-Prüfung auch hat. Was das Schöne ist und vor allem hier jetzt in Klagenfurt das Schöne, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die sind sehr gemischt. Also es ist wirklich nicht nur Testcenter sind da, es sind auch Unternehmen da, es sind Lehrerinnen, Lehrer da, es sind von der Universität wer da, überall auch, wo der ECDL auch verankert ist eigentlich, sei es bei den Unternehmen in Lehrlingenausbildung, sei es bei den Universitäten, sei es bei den Schulen. Und das ist schön, wenn da miteinander auch gesprochen wird.